Also zum allerersten, das Wort Krise ist schon mal das falsche Wort. Krise ist etwas, das die meisten Menschen mit Diphtherie oder so etwas verknüpfen. Und die Krise ist die Nacht, in der man schrecklich Fieber hat und danach ist die Diphtherie gebrochen sozusagen. Und dann geht es zurück zur Gesundheit und die Heilung ist kaum noch aufzuhalten. Und diese Vorstellung von Krise ist absolut lächerlich, wenn man sie auf die jetzige Situation anwendet. Denn das vielleicht das Einzige, was wir wirklich absolut wissen, ist, dass es wird nicht in der Zukunft wieder so werden, wie es in der Vergangenheit war. Also die Vergangenheit wird nicht wiederkommen. Es wird nicht wieder so werden, wie es in den 90er Jahren war oder in den 80er Jahren. Was immer jetzt kommt, ist grundsätzlich anders als das, was es in der Vergangenheit gab. Und ich würde ganz, ganz betonen, weil ich das auch von allem Anfang an betont habe, es dreht sich nicht um eine Krise, es dreht sich um das Ende einer alten Periode und der Anfang einer neuen Periode. Und das Ende der alten Periode ist auch ein Entweder-Oder. Also es kann, wenn wir so weitermachen wie bisher, dazu kommen, wenn wir sozusagen das Alte verlängern, dann wird die Spaltung zwischen Arm und Reich immer tiefer, immer breiter und immer blutiger werden. Und die Spaltung, wenn ich die ausspreche, dann gebrauche ich das Wort Schlachtspaltung und ich meine Schlacht im doppelten Sinn. Die Menschheit hat sich geschlachtet dadurch oder da ist ein Schlachten passiert, weil es gibt jetzt. Und das sieht man natürlich in Österreich noch nicht, aber auch in Österreich entwickelt es sich. Nämlich, es gibt jetzt über 80% der Menschheit, die ich nicht arm nennen würde. Ich finde, arm ist ganz das falsche Wort. Und noch schlimmer ist der Ausdruck sozial schwach. Also die Leute, die 85% oder 80% der Menschheit sind, das sind Wüstenmenschen. Das ist ein besserer Ausdruck. Die sind kräftig, die sind erfinderisch. Die können es absolut im Zweikampf mit jedem Manager aufnehmen und wahrscheinlich den in Kürze erledigen. Aber sie leben in der Wüste. Also sie leben unter Umständen von irgendwelchen großen Ansammlungen von weggeworfenen Dingen. Nicht nur als Bild, sondern in Ägypten ist das berühmt, dass es größere Menschenmengen gibt, die vom Unrat leben, die in den Abfällen herum buchstäblich auf den Hügeln von Abfall ihr Leben fristen. Also in dem Sinn Wüstenmenschen. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Oasenmenschen. Und ich finde, Oasen ist auch besser als reich. Und reich, das bedeutet, was ist das? Oasenmenschen, da kann man sofort dazu sagen, das sind die Menschen, die sich in ganz kostbarem Öl baden und damit ihre Glieder massieren mit diesen kostbaren Ölen. Und das ist mehr ein Oasenmensch, also das unglaublich Schwelgende und Verschwenderische und Opulente und Faule und im Grunde genommen der Welt nichts beitragen will. Also es gibt die Oasenmenschen, von denen natürlich wir sehr, sehr viele kennen, und es gibt die Wüstenmenschen. Und das sind jetzt so ungefähr 82, 83, 17, 18%. Und das Alte wird weiter diese Spaltung weiter machen. Und in absehbarer Zeit wird es zu einer Schlacht kommen, deshalb Schlachtspaltung. Und die entwickelt sich schon und jetzt ist in allen Nachrichten, dass Schiffe gekapert werden. Und das ist nur ein Symbol für die Tatsache, dass die Leute, die Wüstenmenschen sind, sich jetzt auch anfangen zu wehren. Und Terrorismus ist das nächste Wort. Das kann so werden, dass es zu einer Schlacht wird. Zu einem Krieg. Ja. Oder wir können einen Aufstieg erleben. Das ist das Entweder-Oder. Oder es besteht jetzt die Möglichkeit, die Technologien, die sich entwickelt haben und die großartig sind, die wir feiern sollten. Wir sollten Feiern einführen für die Tage. Tagelang feiern die nächsten Technologien. Weil die können natürlich auch anders benutzt werden als bisher. Nicht dazu, dass man Flüsse in Gülle verwandelt, nicht dazu, dass Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren, nicht dazu, dass die Gesellschaft immer tiefer und breiter und blutiger gespaltet wird, sondern die neuen Technologien könnten dazu benutzt werden,
dass man nicht in einer Revolution, aber klug, schlau, schrittweise Technologien benutzt, um die Menschen seelentötende Arbeit mehr den Maschinen zu übergeben und es dazu zu bringen, dass in Schritten, intelligent gemacht, mit viel Unterstützung, mit viel Begleitung, immer mehr Menschen, zumindest zum Teil, Arbeit tun, die sie anders erleben als die Arbeit bisher. Und eine große Mehrheit der Menschen erlebt ihre Arbeit, nicht alle, aber eine große Mehrheit der Menschen erleben ihre Arbeit bisher als eine milde Krankheit, als wie eine Erkältung, die in 2 Tagen vorbei ist und bei der Arbeit sagt man, ist ja schon Mittwoch bis Freitag, halte ich es aus. Also nicht so die Arbeit erleben, sondern die Arbeit erleben. Und das wissen wir eigentlich, nur geben wir es nicht immer zu oder wir stecken es in die falsche Schublade. Also Arbeit kann auch etwas sein, das einen Menschen stärkt, kräftiger macht. Arbeit kann auch etwas sein, das den Menschen lebendiger macht. Also ist, dass ihm das Gefühl gibt oder ihr das Gefühl gibt, dass sie wirklich lebt. Und Arbeit kann absolut das sein, dass einem Menschen Sinn ins Leben gibt. Und das ist natürlich etwas, das sehr vielen Menschen im Augenblick fehlt. Aber Arbeit, die einen erschöpft, Arbeit, die man als blöde Arbeit, Arbeit, die einen verkrüppelt, dann natürlich, das ist nicht Arbeit, die man als sinngebend erlebt. Arbeit kann das genaue Gegenteil davon sein. Arbeit kann kräftigend sein, kann lebendig machend sein, kann sinngebend sein. Und das ist das Oder. Also entweder hin auf die Schlacht, auf den großen Krieg zwischen den 90% und es gibt jetzt schon eine Ausstellung für über die 90%, die große Schlacht zwischen den 10% Oasenmenschen und den 90% Wüstenmenschen. Und da kann man leicht vorher raten, wer diesen Krieg gewinnen wird. Entweder diesen Krieg oder ein Neuanfang, schrittweise. Aufbauen, schrittweise, ansteigen, aufsteigen, hinaufsteigen zu einer intelligenteren, humaneren, fröhlicheren Kultur, die jetzt möglich ist durch die neue Technologie.